Wir sind hier irgendwo wieder ein bisschen in den Pampas. So, wenn ich da durchgehe, und zwar 3 Stück. Es sieht aber nicht so aus, wenn man hier einen Weg findet. Annemarie hat einen Weg gefunden. Ich bin gespannt, ob da etwas wird. Da sind wir in der Natur. Da ist viel Bambus. Bambus, wo kommen wir recht hin? Also wenn wir hier zu den Gestalten kommen, da könnte man eh mit dem Auto hochfahren können. Unwahrscheinlich, der Bambus da. Ah, immer gespannt. Also es hat tatsächlich einen Weg. Wege sind da, aber nicht beschriftet. Und da ist einer. Wahrscheinlich war da schon mal etwas gewesen, aber dort hinten ist noch einer. Also ich würde sagen, wir fahren da mit dem Auto hoch. Ich würde auch sagen. Und dann gehen wir da mal entlang. Ja. Also, obwohl wir da völlig in der Pampi sind, irgendwo abgefahren von der Autobahn, kann man hier rauffahren zu diesen Tempeln, oder was auch immer ist. Die Straße ist hier richtig roterdig. Rauffahren wir. Okay. Das Interessante ist ja hier in dieser Natur. Da hinten baut einer ein Häuschen. Das ist ein Mercedes, also wird auch nicht gerade müsste sein. Ja, von da sind wir gekommen, von links. Da fahre ich jetzt auf. Halleluja. Da habe ich nicht mal den Film eingeschaltet, das ist auch super. Es ist wirklich die Frage, ob hier mehr Leute gewesen sind oder nicht früher. Wieder so spannend. Wow. Ja, die ist noch größer. Oh, ein bisschen, ja. Die sind alle so mit der Hand, einerseits so und mit der anderen so. Ja. Wunderschön. Da sind wir jetzt beim dritten. Da hat es noch auch ein Auto. Ah, da leben sie wahrscheinlich sogar. Ja. Nein, da gehen wir nicht rein. Da schauen wir es uns einfach nur an. Ja, da hinten sind noch Katzen. Der Hund ist auch da. Also, da leben wahrscheinlich Mönche sogar drin. Ja.